Spielladen. Ah ja, jetzt weiß ich wieder nicht, was ist das aktuelle Safe-Game, ne? Es ist meistens das oberste, aber ich muss kurz gucken. 19. August. April, Mai, Januar. Hier ist auch 19. August. Hey, danke schön, Chrissy. Wunderschön, die wöchentliche Abendstunde Fallout. Das hilft mir echt durch die nervige Arbeitswoche, jede Woche. Ey, das freut mich, danke schön. Das ist sehr nett. So, genau. Unser Ziel ist es jetzt, dass wir... Dankeschön, Franklin! Das Blöde am Xbox Game Pass ist, dass, wenn man aus Liste ein Game zockt und dieses Game dann auf den Game Pass rausfliegt, Bingo. Kann man das Game nicht mehr weiter zocken und man muss das Spiel, um es weiter zu spielen, im Store kaufen. So ist es mir bei Hitman 3 passiert. Ja, ja, genau. Das ist so ein bisschen so eine Marketingmasche auch, ne? So von wegen, ah, das ist ja jetzt blöd, dass du das Spiel jetzt nicht mehr im Game Pass spielen kannst. Aber du kannst es ja, wenn du dich beeilst, bevor es rausfliegt, kannst du es ja noch mit 10% Rabatt kaufen, ne? Wie wär's denn damit? So ist das immer. Naja. Tatsächlich, der ist eine Minute neuer. Hier. Decker ist eine Minute neuer. Krass. Also in-game eine Minute. Okay, dann laden wir Decker. Gut, ich glaube nämlich, wir sind hier fertig. Ich habe ja eigentlich gesagt, Spieltitel noch ändern. Du hast recht, dankeschön. Mach ich. Vergesse ich jedes Mal. Fallout Nummer 1. Hallo? Warum zeigst du mir alle Fallouts an, aber nicht den ersten? So, hier, Update. Genau, die Bruderschaft müssen wir überzeugen, aber jetzt gehen wir erstmal in den Norden, so wie es uns gesagt wird. Und ich muss jetzt... Ah, shit, jetzt muss ich mich nochmal ganz kurz raustappen. Ich muss jetzt einmal ganz kurz schummeln. Ich habe nämlich ja gesagt, dass wir eigentlich die Spiele so spielen, wie es passiert. Ne? Unser Vault-Dweller weiß nichts über diese Welt. Ist quasi genauso dumm wie wir. Also beziehungsweise dümmer als wir. Wir haben Informationen, die er nicht hat. Und ich habe eigentlich immer gesagt, okay, es passiert, was passiert und so weiter und so fort. Aber jetzt fehlt uns noch ein Begleiter. Den habe ich übersehen, als wir in Chunktown waren. Und da gehen wir jetzt nochmal schnell hin. Es gibt jetzt überhaupt keinen Grund, warum wir nach Chunktown gehen. So, ne, aus der Sicht unserer Hauptfigur. Aber das ist jetzt einfach so. Wir gehen jetzt nach Chunktown. Nee, ich glaube, die Laserwaffe will ich nicht unbedingt noch zusammenschrauben. Das passt schon. Wollen wir mal da oben hinschauen? Das sieht doch interessant aus. Aber es ist nichts. Eine Stadt. Aber es ist eine leere Geisterstadt. Naja, okay. Ja, es geht weiter. Irgendwie funktioniert für mich in den klassischen Fallout-Spielen dieser Erkundungsaspekt besser als in den neuen Bethesda-Spielen. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Vielleicht, weil die Bethesda-Spiele einfach zu prall gefüllt sind. Und dann ist es irgendwie eher wie so ein Vergnügungspark schon fast. Wisst ihr, so überall ist alles und dadurch ist alles ein bisschen wertlos. Und hier deckt man halt so die Karte auf und guckt immer, was verbirgt sich hinter den Feldern? Finden wir da noch irgendwas Interessantes? Das gefällt mir gut. Das hat mir damals auf jeden Fall auch sehr gut gefallen. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo gleich nochmal... Ah, wir sind, glaube ich, richtig. Ich habe im Fallout noch nie einen Esel gesehen. Ja, das stimmt, ne? Da hatten wir die Quest mit dem getöteten Esel. Willkommen im Scum Pit. Der sollte doch hier im Scum Pit sein, oder spinne ich jetzt? Hey, danke schön, Saita, für einen Superchat. Das ist sehr nett von dir. Nee, danke. Sag mal, Taiko sollte doch hier im Scum Pit sein, ne? Ich bin doch nicht blöd. Oder bin ich blöd? Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Oh ja, der Alien Blaster wäre super nice.
jetzt gerade schon die Verwirrung in Resident Evil Zero, jetzt geht's in Fallout 1 los. Das muss ich wirklich kurz googeln. Oder kann man den übersehen? Hey, dann ist es so. Dann ist es so. Wenn ich den Zeitpunkt verpasst habe, wo man den rekrutieren kann, ist das in Ordnung. Dann bin ich nicht böse oder so. Aber das wusste ich tatsächlich nicht, wenn das so ist, dass es da ein Limit gibt. Das ist mir ja noch nie passiert. So, Taiko. Rekrutierbarer Companion. Recruit Taiko. So. After completing the quest, save Killian's life. Das haben wir gemacht. Geht zum Scum. Ach so, alles klar. Alles gut. Der ist einfach nur zwischen 4 und 6 Uhr hier. Der ist nicht immer da. Das ist alles. Okay. Dann warten wir mal schnell. Moment mal, 4 und 6 Uhr PM oder morgens? PM, mhm. Aha, guck, tatsächlich. Ja, das wusste ich nicht. Das wusste ich tatsächlich nicht. Wieder ein neues Gesicht. Reisende sehen ja alle gleich aus. Ja, es gibt auch nicht so viele Skins, da hat er recht. Aber du bist etwas anders. Willst du mir bei einem Drink Gesellschaft leisten? Sicher doch. Vorzüglich. Ich hoffe, dir macht es nichts aus, wenn dein Drink ein bisschen verwässert ist. Man bekommt hier Bier wie Topfpflanzen. Man behandelt hier Bier wie Topfpflanzen. Ich verstehe. Also, was ist deine Geschichte? Und das ist jetzt interessant, Leute. Das ist jetzt cool, weil das ist so ein kleiner Aspekt, der mir wieder zeigt, wie geil Fallout New Vegas ist. Hä? Beim Timer steht immer noch pausiert, oder? Jetzt muss ich mich nochmal kurz raustappen. Okay, jetzt läuft er. Okay, ein paar extra Minuten. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Ich hoffe, das regeneriert sich wieder. Alles gut, das ist nur ein Rubbellos. Ich habe den geheimen Rubbellos-Modus freigeschaltet. Alles gut, das muss so. Also jetzt lesen wir erstmal den Dialog fertig und dann sage ich euch, was so cool dran ist. Ihr werdet es wahrscheinlich eh mitbekommen. Okay. Ich könnte dich das Gleiche fragen, aber um der Freundschaft willen fange ich an. Ich heiße Taiko, komme aus einem Gebiet im Osten, das einmal Nevada genannt wurde. Das ist ja eine ziemlich lange Reise. Ja, war es auch. Ich beschloss, mich etwas auszuruhen. Dieser Ort war nicht schlecht. Wäre nicht schlecht, wenn nur einer mal mit dem Gesindel aufräumen würde. Warum tust du es nicht? Nicht meine Aufgabe. Ich möchte Killian nicht in die Quere kommen. Er wird diese Stadt aufräumen, wenn er Zeit dazu hat. Ein guter Mann. Denk an meine Worte. Aber pass auf diesen Gizmo auf. Er erinnert mich an den anderen Fettsack-Freak, von dem mir mein Vater in Las Vegas erzählt hat. Danke für den Tipp und den Drink. Halt, halt, halt! Nicht so schnell! Wir sind noch nicht mit der Vorstellung fertig. Schon vergessen? Wie heißt du, mein Freund? Ich bin Lance Squid. Erfreut, deine Bekanntschaft zu machen. Pass auf dich auf, Freund. Okay. So. Können wir nochmal mit ihm reden? Ich brauche ein paar... Wir haben nämlich eigentlich, glaube ich, das schon gemacht, dass wir Killian gerettet haben, oder? Killian hat mich gebeten... Nee, warte mal. Doch, passt schon. Aufzuräumen und ich hätte gern deine Hilfe. Also langsam wird's Zeit. Geh voran, mein Freund. Meine Empfehlung ist, das Gizmo umzuhauen. Das haben wir doch schon gemacht. Danke für deine Hilfe. Okay, keine Ahnung, Leute. Wir haben nicht die Dialoge bekommen, die ich gern gehabt hätte. Aber tatsächlich ist Gizmo ein Desert Ranger. Und der beschreibt auch ziemlich detailliert, wie Desert Ranger aussehen. Er beschreibt die Maske, den langen Mantel und so weiter. Nee, beziehungsweise, wartet mal, ich glaube, er beschreibt das gar nicht, sondern... Stopp, stehen bleiben, stehen bleiben.
wenn wir ihn anschauen, dürften wir eigentlich eine Beschreibung von ihm bekommen. Aber jetzt nicht mehr. Ich scroll mal ein bisschen hoch. Ah ja, hier. Du siehst einen Mann mit einer staubigen Lederrüstung in einem Trenchcoat und einer Gasmaske. Und er erzählt auch so ein bisschen, wenn man die richtigen Dialogoptionen kriegt, von seinem Großvater, der eben Desert Ranger war auch und dass die auch in New Vegas unterwegs waren und so weiter und so fort. Und witzigerweise ist das alles mit den Desert Rangern, mit dem Fettsack in New Vegas oder Las Vegas, den er angesprochen hat und so weiter, das sind alles Referenzen zu Wasteland. Das ist eigentlich eher so ein Easter Egg quasi, dass der das erzählt. Das hat eigentlich überhaupt nichts mit Fallout zu tun. Oder hatte es zumindest nicht, bis Fallout New Vegas gekommen ist. Weil Fallout New Vegas hat diese paar kleinen Wortfetzen, diese kleine Beschreibung vom Aussehen, diese kleine Tatsache, dass die Desert Ranger wohl irgendwas in Las Vegas zu tun haben, ne? Diese kleinen Dialoge in eine riesige Story umgewandelt und hat gesagt, ja, wenn wir nach New Vegas gehen, da war doch dieser Dialog mit Tycho, da haben wir damals irgendwie geschrieben, dass da irgendwas mit Desert Rangern ist, das müssen wir jetzt wohl aufgreifen. Und haben dann wirklich das ausgebaut, haben die Desert Ranger so designt, wie es er beschreibt oder wie er beschrieben wird und so weiter und so fort. Und das finde ich einfach so schön, dass die sich da wirklich die Mühe gemacht haben oder so die Liebe zum Detail gehabt haben, dass die diesen kleinen Dialog, diese kleinen Detailfetzen aufgegriffen haben und die wirklich in New Vegas dann eingebaut haben und nicht einfach irgendwie alles neu interpretiert haben und das fallen gelassen haben und... Ne? Wisst ihr, was ich meine? Diese Liebe zum Detail und zur eigenen Lore, die ist halt wirklich schön. Das gefällt mir. Das finde ich schön. Was haben alle Streamer eigentlich so ein D? Hä? Was für ein D? In Fallout 2 gibt es auch ein Zeitlimit. Ja. Gefallen an den Flamingo. Du, ich habe keine Ahnung. Mir hat schon öfter jemand gesagt, dass die Flamingos bei anderen auch zu sehen sind. Ich habe den zufällig mal irgendwo bei Lidl oder so vom Wühltisch mitgenommen, weil ich den lustig fand. Habe ich schon ewig lang. Das ist die ganze Geschichte. Gibt es die Alien-Pistole auch in Fallout 2? Nee, in Fallout 2 gibt es zwar den Alien-Blaster nicht, aber den Solar-Blaster, der ist auch ziemlich gut. Den kriegt man auch durch einen Random-Event und durch eine kleine Zeitreise. Aber ja. Okay, die Stählerne Bruderschaft hat uns gesagt, jetzt wo unser Team vollständig ist, dass wir Richtung Norden ziehen sollen. Hallo, Exander, was geht? Und da untersuchen sollen und Beweise finden sollen. Und das machen wir jetzt einfach. Das ist alles, was unsere Figur weiß. Unser Team ist jetzt aufgestellt. Wir sind bereit. Let's go. Ja, ich befürchte, ihr habt euch irgendwie echt die falschen Gegner hier ausgesucht, ihr Maulwurfsratten. In die Augen! Wow, weggekokelt. Und nochmal in die Augen, da wir jetzt ja voll operiert sind, können wir einfach zweimal gezielt pro Runde schießen. Wie cool ist das eigentlich? Und diese paar läppischen Maulwurfsratten haben uns jetzt tatsächlich ein Level abgebracht, ne? Das waren gerade die letzten XP, die uns gefehlt haben. Nice. Hi, Dingeling. Der Flamingo ist nur bei Streamern zu sehen, die solid guten Content machen. Das kann ich bestätigen. Ein Fallout in Alaska wäre auch mal nice. Na gut, da haben wir zumindest die Simulation in Fallout 3, ne, im DLC. Aber so Nachkriegs-Alaska wäre interessant. Oh Gott, ey, mutierte Yaoguai-Eisbären. Eisbären sind ja scheinbar so ziemlich die krassesten Bären überhaupt. Kannst du halt auch einen Braunbären dagegen vergessen und so. Okay, da unsere Energiewaffen eh schon auf Max sind. Ach ja, komm, ich stecke alles in Öffnen. Falls wir irgendwie nochmal was öffnen müssen, öffnen wir es. Bam. Zack. Okay, weiter geht's. Wartet mal, ich glaube, ich speichere kurz.
Ach, guck mal, der mysteriöse Fremde war auch dabei. Ist eh ganz klar. Bei solchen Kämpfen kommt er dann wieder aus seinem Loch gekrochen. Aber wehe, wir kämpfen gegen irgendwas Schwieriges, ne? Dann ist er nicht zu sehen. Ist schon cool, dass wir jetzt so eine große Gang sind. Ich mag das. Gefällt mir. Nani? Moment mal, hatten wir den nicht schon? Hatten wir den Fußabdruck nicht schon? Ich dachte, wir hatten den schon. Können die einzigartigen Events mehrfach auftreten? Oder habe ich irgendwas nicht gespeichert oder so? Den Godzilla-Event hattest du da, wo du wegen der Verstrahlung immer... Okay, das kann sein. Okay, das macht Sinn. Mhm. Das ergibt Sinn. Also die Maulwurfsratten in den Bethesda-Games sind garantiert eine ganz andere Tierart. Ja, definitiv. Definitiv. Die haben nicht wirklich was miteinander zu tun. Mehr Maulwurfsratten. Die sind ja fast eher wie Bären, ne? Die Fallout 1 Maulwurfsratten. Und die Maulwurfsratten in den Bethesda-Spielen sind ja eher Nacktmulle. Das sieht ja vom Aussehen her, könnten das ja wirklich mutierte Maulwürfe sein oder sowas, ne? Wer weiß. Gibt's ein Tier, das Maulwurfsratte heißt? Irgendwie? Mir wäre es nicht bekannt. Schon wieder. Hey, der mysteriöse Fremde kommt wirklich nur in Popelkämpfen, oder? Der kommt wirklich nur in Popelkämpfen. So, ich stelle mich jetzt blöd mit unserem auserwählten Wesen und erkunde einfach so ein bisschen die schwarzen Felder. So wie man es beim ersten Mal spielen halt machen würde. Auch so ein bisschen mit der Hoffnung im Hinterkopf, dass wir vielleicht doch noch eine gewisse Zufallsbegegnung der dritten Art haben. Na, schauen wir mal. Oh, ein Fallout in Hawaii. Das finde ich auch spannend. Würde mir auch gefallen. Maulwurfsratten gibt es. Aha. Muss ich jetzt mal kurz... Warte mal, da muss ich ganz kurz gucken. Wie Maulwurfsratten aussehen. Maulwurfsratten. Wetten, das habe ich, während ich den YouTube-Kanal habe, schon 5-mal gegoogelt und immer wieder vergessen. Okay, Maulwurfsratten sehen tatsächlich ein bisschen aus wie Maulwurfsratten im Fallout. Wie Biber. Ein bisschen wie Biber. Knuffig. Hamster. Hamsterbiber. Auf jeden Fall ein bisschen anders als das da. Kann man sagen. Einmal hier in die Augen und einmal da in die Augen. Ich weiß nicht, wie ich von hinten in seine Augen geschossen habe. Na, wahrscheinlich... Boah, wow! Das war eine krasse Animation. Ey... Ohne Witz jetzt, ne? Die Gewaltdarstellung in den alten Fallout-Teilen ist absolut crazy. Absolut crazy. Ich finde, da sind die Bethesda-Spiele harmlos dagegen, oder? Das ist eher so ein bisschen von der Gewaltdarstellung auf Resident Evil 2 Remake-Niveau, finde ich. Das sind natürlich geskriptete Animationen, aber wie das Ding gerade zerplatzt ist, die sind schon... Das klingt weird in Bezug auf sowas, aber die sind schon sehr liebevoll gemacht worden, diese Todesanimationen. Kann es im Fallout eigentlich überhaupt, kam es zu einem nuklearen Winter? Rein logisch würde man meinen, ne? Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, gibt es dafür, glaube ich, tatsächlich nicht wirklich einen Lore-Unterbau. Ich wüsste jetzt keinen zumindest. Ich meine, Fallout
76 und Fallout 1 spielen ja auch beide relativ nah nach dem großen Krieg und so. Ja. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass ganz offiziell, laut der Fallout Bible, ne, ob Bethesda das akzeptiert, ist eine andere Frage, aber laut der Fallout Bible ganz offiziell im Fallout-Universum tatsächlich andere physikalische Regeln gelten. Das ist wirklich offiziell Kanon. Radioaktivität und verschiedene andere Sachen funktionieren im Fallout-Universum anders als in unserem Universum. Das heißt, mit Echtweltlogik dürfen wir an sowas wie Atombomben und die Auswirkungen gar nicht rangehen eigentlich. Okay. Hallo, willkommen in meinem Gebrauchtwadenladen. Für welches von diesen Schönheiten interessierst du dich? Machst du Witze? Das sind alles nur Wracks hier. Aber Sir, das sind feinste Beispiele des Automobilbaus. Ja, aber die funktionieren doch bestimmt nicht mehr. Diese Wagen wurden vollständig von unseren speziellen Serviceabteilungen gewartet. Und wo ist diese Serviceabteilung? Dort drüben, Sir. Der Händler zeigt ins Nichts. Wo da drüben ist nichts? Was meinen Sie? Unsere Leute arbeiten an einer Neuwerbung, einem 65er Corvega. Ein ausgezeichneter Kauf, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf. Okay, wie du meinst. Und wir bieten eine ausgezeichnete Garantie. Sie können ihn auch zum Ölwechsel vorbeibringen. Der erste ist gratis. Wie meinen Sie? Noch ein voller Benzintank dazu und wir haben einen Deal. Tut mir leid, wir haben kein Benzin. Nächstes Mal vielleicht. Auf Wiedersehen. Können wir handeln? Ja, aber der hat nur 88 Kronkorken. Ich hab nichts, was so wertlos ist. Okay, tschüss. Ja. In Fallout 2 dann, Leute. In Fallout 2 dann kriegen wir unseren Highwayman. Das beste Fahrzeug im Fallout-Universum. Die Tür ist verschlossen. Na, habe ich nicht zufällig mein Öffnen-Skill vor kurzem hier nach oben gelevelt? Der hat doch bestimmt nichts dagegen. Der Gebrauchtwagenhändler. Ah! Er hat auch nichts zu verbergen. Schauen wir mal noch hier in der Kiste im Eck. Oh, was haben wir denn hier? Eine eine sehr, sehr nutzlose Waffe. Dankeschön. Oh, da haben wir noch eine Kiste. Oh, die ist auch verschlossen. Gucken wir mal, ob wir gut genug öffnen können. Sehr gut. Kann ich was für dich tun? Ich habe anscheinend irgendwie aus Versehen auf Taiko geklickt. Aha, und hier haben wir nochmal die nutzlose Waffe und ein bisschen Munition dafür. Eine BB-Gun. Wie nennt man denn das im Deutschen? Ist das ein Luftgewehr, glaube ich, ne? So in der Art. Okay, danke, Gebrauchtwagen-Autohändler. Das Auto aus Fallout 2 war, glaube ich, keins mit Atomenergie. Wird das erklärt, wie der Highwayman genau funktioniert? Ich weiß ich jetzt gerade spontan ganz ehrlich nicht mehr. Hi, Alexandra. Und hallo, Kabukmann. So, wir sind ganz kurz davor. Ich kann es spüren, auch wenn unser Hauptfigur das noch nicht weiß. Komm schon, Alien Blaster. Ja, nein! Ja! Was? Wirklich? Oh mein Gott! Elvis Presleys Porträt, das nehmen wir auch mit. Ich glaub's ja nicht. Ich hab's gespürt. Habt ihr's gemerkt? Ich hab's gefühlt. Ich hab's gefühlt, dass der Alien Blaster auf uns wartet. Yes! Oh, guckt euch das an. Guckt euch das an. Weniger Reichweite als das Plasmagewehr, aber der Schaden ist köstlich. Der Schaden ist köstlich. Aber wir haben nur 30 Schuss für das Ding. Achso, das läuft mit normalen Energiezellen. Ja, okay, cool. Genau. Und Energiezellen, habe ich die alle verkauft? Finden wir schon wieder. Aber habe ich die verkauft oder hat ihn noch welche?
Nee, Highwayman ist das Auto in Fallout 2. Thank you. Ich weiß nicht, ob es auch mal eine Bürgerwehr gab, die so heißt. Das kann schon sein, aber... Oh, Slenderax, danke schön. Ich danke dir für die 100 Bits. Das ist ja sehr nett von dir. Haben wir noch Energiezellen? Sag es mir bitte. Ich war jetzt mit den Gedanken so woanders. Es kann gut sein, dass ich vorbeigescrollt habe und ich habe es gar nicht gemerkt. Deswegen schauen wir nochmal schnell. Aber wir finden schon welche, wenn wir jetzt keine haben. Und 30 Schuss haben wir. Ja, okay. Egal. Gut. Der Hyperman benötigt Energiezellen. Ah ja, okay, genau. Dann ist schon gut. Aber der wurde halt wahrscheinlich auch modifiziert, ne? Wer weiß, wie der vor dem Krieg funktioniert hat. Nice, Alien Blaster. Ah, okay. Wir haben zufällig die Mariposa Militärbasis gefunden, ne? Unsere Hauptfigur weiß natürlich nicht, was uns hier erwartet. Aber ich speichere mal. Sagen wir mal Hallo zu der netten Supermutantenwache, oder? Ich glaube, ich mache mal kurz... Ich gehe mal unbewaffnet hin, weil wir sind ja freundlich. Du aufhören! Mich zu Lieutenant bringen. Friedlich kommen oder sterben. Ich bin ein besonderer Mutant, der sich auf einer Mission für den Meister befindet. Lass mich durch, oder du wirst die Konsequenzen spüren. Nein, du Mensch, du sterben. Arsch. Er hat mich durchschaut. Ganz schön clever. So, Supermutant. Du bist jetzt... Mein erstes... Was? Hat der wirklich so wenig Reichweite? Du bist jetzt mein erstes Opfer. Alien Blaster in die Augen! Wie schön, oder? Wie schön ist das eigentlich? Oh oh, er hat Freunde dabei. Na gut, nächste, zweite Runde. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir gehen jetzt nicht extra zurück zur Bruderschaft. Gucken wir mal. Das kriegen wir, glaube ich, schon gebacken hier. Die Bruderschaft steht nur blöd im Weg rum. Wir machen das solo. Weiß man nicht, Night Sky. Darüber gibt es wirklich kaum Informationen. Man weiß, dass die USA und Russland eigentlich ein sehr gutes Verhältnis zueinander hatten, aber dass die trotzdem so ein bisschen mit der roten Gefahr, die von China ausgeht, dem Kommunismus so über einen Kamm geschert wurden und da auch oft in der Propaganda mit als Feindbild genannt wurden. Aber eigentlich hatten die gar keinen Beef. Aber die waren scheinbar nicht besonders wichtig jetzt in der Fallout-Welt. Die Reichweite ist schon ein bisschen mickrig, ne? Aber das ist okay. Dafür... ist der Schaden umso besser. In die Augen! Die haben scheinbar noch sehr menschliche Skelette, ne? Ist alles nur Muskelgewebe und Haut. Sehr dick. Hey, ich bin quasi so ziemlich gemaxed. Für Fallout 1 Verhältnisse, glaube ich, komme ich ganz gut durch. Es wird eher schwierig, dass wir die 4 durchbringen, aber hilft nichts. Das Team muss schon vollständig sein. Oh, come on. In die Augen. Ey, wir one-hitten die einfach alle der Reihe nach. 100... 146 Schaden, 111 Schaden, 134 Schaden. Haut schon rein. Gefällt mir. Jetzt müssen wir nur deren Zeug vom Boden aufheben und meine Tragekapazität ist natürlich überladen. Alle mal kurz stehen bleiben. Hallo, Taiko. Du hast noch gar nichts, ne? Ich gebe Taiko mal ein bisschen was. Okay, Taiko, du kriegst eine Nuka-Cola, 4 Äpfel, einen Stealth-Boy, ein
besseres Erbsengewehr, ein schlechteres, 100 Munition dafür, ein Bild von Elvis Presley. Und weißt du was? Nimm das Plasmagewehr. Und ich will dafür nix. Das klingt doch gut, oder? Bäm. Gutes Geschäft, würde ich auch sagen. War ein gutes Geschäft für dich. So, wir müssen echt gucken, weil einer von denen hat ein Item, das für uns sehr wichtig ist. Mein Gott, jetzt geht doch mal alle weg hier. Geh mir auf die Nerven. Könnt ihr bitte mal zur Seite gehen? Aha, der hatte auch noch ein Funkgerät. Na gut. Ach, guck, und schon haben wir Fusionszellen. Wunderbar. Nee, warte mal, Fusionszellen, ich bring die vom Namen her immer durcheinander, ey. Ich weiß immer nicht, was ist. Ich muss die sehen. Nanu, was ist das da? Da war gerade das Zeichen, dass ich was aufheben kann, oder? Hä? Ach, warte mal. Oh, wo kommst du denn her? Das ging ja schnell. Oder war der schon immer da? Habe ich schon die Holodisc aufgehoben? Ah, guck mal hier, wir haben eine CD gefunden. Holo-CD der Firma Watts Electronics. Offensichtlich in einem sehr schlechten Zustand. Ich benutze die mal. Das Band ist zwar kaputt, aber du kannst auf dem verkratzten Plastik folgende Zahlen erkennen. Code 010597. Sehr gut. Handeln wir noch mal kurz. Ja, wie ich weiß, das wächst schnell, ja? Aber wirklich. Die sprießen aus dem Boden wie Warcraft-Orks. So. Gut, das Radio brauchen wir eigentlich auch nicht mehr jetzt. Das habe ich ja jetzt anders gelöst hier. Genau, wir geben den Code ein. Die Tür ist offen. Dann treten wir mal ein. Hallo! Shit! Nein! Wann habe ich denn das letzte Mal gespeichert? Ah ja, hier direkt vor der Basis. Ja, das ist genau das Problem. Ich meine Warhammer natürlich. Was habe ich gesagt? Was anderes wahrscheinlich. Warcraft oder so. Ja, das war dumm. Das war dumm. Machen wir nochmal schnell. So, weiter geht's. Ach, guck mal, der steht wirklich hier oben. Genau, Warhammer 40k meinte ich. Das war die Referenz, wo die Orks Pilze sind. Ich hab die Referenz versaut. Ich hab den Insider versaut. Es tut mir leid. Fallout 5, eine neue Story, ist interessant, meiner Meinung nach. Was ist mit Fallout 5? Aber ihr wusstet ja trotzdem, was ich meinte, ne? Es ist perfekt. Wir sind... Die Tentakel verbinden uns. Nein, er hat überlebt. Das war aber auch ein schlechter Treffer. Nicht schlecht. Dann hast du es jetzt verdient, dass du nochmal auf mich schießen darfst. Es ist im Fallout 1 einfach so geil, weil die Begleiter, die erschießen sich einfach gegenseitig. Die erschießen sich gegenseitig oder geraten irgendwie ins Querfeuer oder so. Die sind für sich selbst die größte Gefahr. Nix ist für die so gefährlich wie die. So. Oh Gott, oh Gott.
Ja, dass man in Fallout 76 bald zum Ghoul werden kann, ist cool. Aber ehrlich gesagt längst überfällig, oder? Ohne Witz. Das, bei so einem Spiel fühlt sich das doch an wie ein Day-One-Feature, dass man zum Ghoul oder Supermutant werden kann. Gerade wo die doch auch die Mutationsmechanik eigentlich schon von Anfang an im Spiel hatten. Überfällig. So, jetzt plündern wir hier noch mal ein bisschen. Ah ja, wir müssen jetzt natürlich noch mal ein bisschen Inventar managen, ne? Und die tolle Begleiter-KI genießen, möchte ich sagen. Fennecker gefragt, ob wir ein New Vegas Remake... Ach so, das habe ich nicht gelesen, alles klar. Ein New Vegas Remake oder Fallout 5? Ach so, nee, dann hätte ich, glaube ich, tatsächlich lieber ein Fallout 5 als ein Remake. Ich nehme gern ein New Vegas Remake, ist überhaupt keine Frage. Aber wenn, dann bitte von Obsidian und nicht von Bethesda, muss ich schon fairerweise sagen. Aber wenn das eine Entweder-Oder-Frage ist, dann nehme ich tatsächlich lieber Fallout 5. Ja, oder als Supermutant durch West Virginia streifen wäre schon sehr nice. Leute, jetzt bitte, geht, bleibt weg. Kommt mir nicht zu nahe hier. Ist ja furchtbar, wie die einem hier auf die Pelle rücken. Nein, Ian, du gehst jetzt auch weg. Come on, Leute. Mal ernsthaft. Achso, meine Tragekapazität. Ian! ja, und danach speichern wir. Das machen wir kein drittes Mal. Und dumm stürzt das Spiel ab. So, wir müssen jetzt echt gucken. Wir müssen speichern erstens und dann muss ich wirklich die Tür aufmachen, auftreten und sofort in den Kampfmodus wechseln. Das muss wirklich jetzt schnell gehen. Ich muss der Erste sein, der schießt, weil sonst haben meine Begleiter keine Chance. Ey, vielen, vielen Dank für die Bits, Chrissy. Dankeschön. Ich würde gern ein Leuchtender werden. Dann braucht man keine Taschenlampe mehr. Ja, das stimmt. Und kann Ghouls wiederbeleben. Vor allem, ist man dann im Fallout 76 auch wirklich gegen Radioaktivität immun, wenn man Ghoul ist? Das ist ja schon nice auch. Okay. Ich hab so die aktuellen... Hey, ich bin bei Fallout 76 ein bisschen hinterher. Es gibt ein paar Updates, die ich schon gar nicht mehr mitbekommen habe. Da bin ich wirklich nicht mehr auf dem neuesten Stand. Den Chip haben wir schon lang. Kabuk. Den Chip haben wir schon abgegeben. Die Vault ist gerettet, aber der Vault auf See hat gesagt, das ist ja schön und gut, aber irgendwie sind ein bisschen viel Mutanten unterwegs. Wollen wir da nicht mal gucken? Und dann habe ich gesagt, na, meinetwegen. Deswegen sind wir jetzt noch unterwegs. Aber da haben wir kein Zeitlimit mehr. Okay, jetzt müssen wir schnell sein. Ach so, Quatsch. Ah, ich bin blöd. Ich habe Ian, glaube ich, schon. Ich war zu voreilig. Ach, Quatsch. Und jetzt gehe ich... Ach, drunter und drüber geht hier alles. Okay, Achtung, passt auf. Ich benutze den Stehlen-Skill an Ian. Und jetzt gehe ich sein endlos langes Inventar durch. Auf der Suche nach der kaputten CD. Irgendwo. Ah! Ach, das ist ja super. Ich kann jetzt nicht mal sehen, was das ist. Jetzt muss ich gucken. Ah, das ist das Einzige, das er hat. Dann wird schon passen. So. Jetzt gehen wir hier ins Inventar und benutzen die kaputte CD und haben den Code. Und jetzt klicke ich auf die Tür. Die Tür ist aufgeschlossen. Und dann speichere ich nochmal. So. Und dann gehen wir rein. Und jetzt wird's spannend. Achtung. Nee, ich kann den Kampf gar nicht vor dem öffnen. Oh, wow, hat der mich auch umgebracht. Not bad. Nicht schlecht. Das hätte ich nicht gedacht. Okay, ich kann den Kampf leider nicht beginnen. Das wird eine harte Nuss, da hast du recht. Wenn ich sage, du kannst jetzt gehen, geht er dann weg oder bleibt er hier stehen? Ihr könnt alle hier stehen bleiben. Das Problem ist, dass wir Dogmeat mitnehmen müssen, ne?
Das ist schon gemein, dass der einfach hier als erster schießen darf. Oh Gott, der hat einen Raketenwerfer. Mist. Mist, der hat überlebt. Oh wow, der Alien Blaster braucht hier nur 4 Aktionen. Oh mein Gott, okay. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Das ist geil. Zeig's ihm, Doc, mit. Das heißt nämlich, ich kann mit dem Alien Blaster auch einfach 2-mal ungezielt schießen. Und mache damit auch einen Höllenschaden. Und dann noch 1-mal gezielt. Ich kann 3-mal pro Runde mit dem Ding schießen. Feindliche Kreaturen in der Nähe, sagt er. Hm. Okay. Ich weiß gar nicht, warum Katja jetzt mitgekommen ist, ne? Aber wir haben es geschafft. Das Begrüßungskomitee haben wir schon mal überlebt. Sehr gut. Gut gemacht, Gang. Ich bin stolz auf euch. Let's go. Ich liebe Vegas einfach zu sehr. Es war zu gut, um fertig zu werden. Ja, ich hab gerade gespeichert, oder? Ich speichere lieber nochmal. Ihr habt schon recht. Man kann nicht oft genug speichern. So, hier läge jetzt so viel Loot, aber ehrlich gesagt, ich kann gar nicht fassen, dass ich das sage. Aber ich glaube, den brauchen wir nicht mehr. Weil wir sind reich. Wir haben die beste Ausrüstung. Und so lang ist das Spiel nicht mehr. Und ich glaube, es lohnt sich jetzt fast gar nicht, dass ich wegen jeder Gatling und jedem Raketenwerfer immer mit einem Begleiter rede und handle. Aber mir tut es ein bisschen in meiner Looter-Seele weh, tatsächlich. Es tut mir weh. Ich nehme jetzt ein bisschen was zumindest mit. Nur von den 3 nehmen wir es zumindest mit. Und dann gucken wir mal. Dass die jetzt hier sich so komplett mit dem Alien Blaster auflösen, ist tatsächlich schon auch ein bisschen nervig. Ist halt schöner, wenn man ein Inventar hat, das man öffnen kann. Aber das funktioniert nicht, ne? Da liegen die Krümel, aber hilft nichts. Hilft nichts. Ich tendiere schon dazu, dass wir auch im zweiten Teil wieder Energiewaffencharakter machen. Ich finde Energiewaffen einfach cool. Ich hätte auch Bock auf Schwerwaffen tatsächlich, die mag ich auch gerne. Aber der Solarblaster so im zweiten Teil wäre schon auch geil. Muss ich schon sagen. Okay. Ich speichere nochmal. Man kann die doch irgendwie auch kaputt machen. Du deaktivierst kurzzeitig den Emitter, aber er ist an. Spiel. Was redest du da? Da liegt noch eine Rakete. Wie viele Raketen hatte der dabei? Nehme ich die gerade alle mit oder? Anscheinend, okay. Der hat so ganz kurz geflackert, ne? Aber ist dann wieder angegangen irgendwie. Ha, komisch. Ich kann mich erstens nicht mehr erinnern, aber zweitens kann ich mich auch schon noch erinnern, dass ich noch nie verstanden habe, wie die eigentlich genau funktionieren. Ich habe das noch nie gecheckt. Ein stark beschädigter Emitter. Soll ich draufschießen? Es geht auch nicht. Hab nie verstanden, wie die funktionieren, die Dinger. Dogmeat! Nein! Das ist... Nur weil das in der Fallout Bible steht, muss das nicht Realität werden, dass du hier stirbst. Oh, soll ich mich mit den 3 anlegen? Oh, Robo-Brains. Hier waren wir schon mal, könnt ihr euch erinnern, in einer anderen Realität. Lange ist es her.
hätte vielleicht ein Stimpack nehmen sollen vorher. Zum Glück habe ich gespeichert. Mit 31, ich meine, Powerrüstung schön und gut, ne? Aber unsterblich bin ich halt dann doch nicht. Einmal bitte kurz in die Augen. So. Ah, ich hab's geahnt, dass die Reichweite uns nicht reicht. Sonst hätten wir jetzt alle drei eventuell in einem Zug abstauben können. Aber er kann uns auch nicht abstauben. Jetzt ist nur die Frage, ob alle lebendig durchs Kraftfeld kommen. Schauen wir mal. Weil sonst war das jetzt ganz umsonst. Nein! Hä? Warte mal, ist sie jetzt tot oder nicht? Irgendwas stimmt da nicht. Katja wurde um 8 Trefferpunkte getroffen und ist tot. Aber sie ist uns noch nachgelaufen. Aber ist jetzt irgendwie so durch die Realität geglitscht. Habt ihr das gesehen? Was ist jetzt mit ihr? Ich glaube, sie ist tot. Wir müssen neu laden, aber... Was ist das? Warum ist sie noch hierher gelaufen und liegt jetzt hier so komisch reingeglitscht? Hä? Ach, ich befürchte, leider müssen wir die einfach stehen lassen. Ich befürchte, wir müssen die einfach stehen lassen. Es hilft nichts. Und müssen schauen, dass wir Dogmeat irgendwie lebendig durchkriegen durch das Ganze. Das wird jetzt die Herausforderung. Also Leute, gehen wir nochmal kurz raus. Team, ich hab eine gute Idee, Team. Ihr, ich brauche euch für eine wichtige Aufgabe. Ihr drei müsst jetzt hier draußen Stellung halten. Ihr müsst den Eingang bewachen. Das ist wichtig, damit mir keiner in den Rücken fällt. Kannst du dich mal um das Schloss versuchen? Steck deine Waffe weg. Danke für deine Hilfe, du kannst jetzt gehen. Dogmeat können wir leider nicht, ne? Loswerden. In dem Fall. Aber Dogmeat kriegen wir schon irgendwie lebendig durch. Aber okay. Gut. Die Emitter werden vom Kontrollsystem gesteuert, die über Terminals in der Basis bedient werden. Aber ich dachte immer, man kann die auch irgendwie hier... aber vielleicht erinnere ich mich da jedes Mal falsch dran, ne? Okay, Dogmeat, dir geht's gut genug, dass du einmal durch den Emitter laufen kannst, ne? Das heißt, ich gehe jetzt nochmal dahin. Aber stopp. Vorher pfeife ich mir noch schnell ein paar Stimpfacks rein. Oder, ja, doch, eins reicht. Ha, jämmerliche Rakete. Ist an meiner Powerrüstung einfach abgeprallt. Ja, es hat schon ein bisschen wehgetan, aber das muss ja er nicht wissen. Sind wir leider nicht in Reichweite. Reicht ein Schritt? Und... Ja. Schade. Das ist schade, dass der überlebt hat. Nein, den kann ich nicht treffen. Gemeinheit. Dogmeat muss leben. Definitiv. Dogmeat muss überleben. Dogmeat kriegen wir hier lebendig durch. Hilft nichts. So, ich brauche 3 Aktionspunkte. Ich habe 6. Ich kann 3 Schritte in seine Richtung gehen. Das wird leider nicht reichen, I guess. Ah, doch. Ah, schade. Dogmeat, komm nicht zu nahe, Dogmeat. Oh Gott. Das ist nämlich der wahre Schwierigkeitsgrad hier jetzt im Spiel. Dass Dogmeat nicht stirbt, das ist tatsächlich die Herausforderung hier jetzt. Weil leider gibt es keine Hunde-Power-Rüstung in dem Fallout-Universum. Das finde ich nicht gut. Nee. Wir machen hier nicht einen Cannon Run. Dogmeat sieht schwer verletzt aus. Ach, ich habe hier versehentlich, ich habe die Waffe noch nicht abgegeben. Na gut, deswegen bin ich so schwer. So, Stimpack an Dogmeat benutzt. Laden wir mal unseren Alien Blaster nach. Ah, ich kann ihn nicht laden. Das war doch die falsche Munition. Okay, alles klar. Aber ich bin ganz froh, dass die nur verbrannt sind. Dann können wir wenigstens in deren Inventar gucken. Okay. Gut. Was habe ich eigentlich für ein Buch gerade aufgehoben? Ah, ganzen Bullets. Na komm, lesen wir schnell. So viel Zeit muss sein. Heilen wir uns ein bisschen, glaube ich. Ich speichere nochmal. Habe ich gerade gespeichert? Man kann nicht oft genug speichern. Let's go.
Meisterhaft guter Antagonist, ja, das stimmt. Hallo, DJ. Ja, der Meister braucht noch ein bisschen. Wir sind jetzt hier in der Mariposa-Basis. Hier ist der Meister zwar entstanden, aber der ist mittlerweile schon umgezogen. Der wohnt hier nicht mehr. Aber zum Meister kommen wir dann auch noch. Jetzt gehen wir erstmal, machen wir erstmal hier Mariposa. In die Sensoren! Nicht schlecht. Roboter haben schon gute Anti-Laser-Dinger. Dann schieße ich lieber auf den CPU. Tja, das war's dann wohl. Irgendwie finde ich es lustig, dass die sich dazu entschieden haben, der Kampfanimation von den Robobrains Schrotflinten in die Hand zu geben. Weil irgendwie, weißt du, so Hightech-Roboter, vielleicht bin das nur ich, aber ich würde erwarten, dass die irgendwie mit Energiewaffen oder irgendwas technologisch Fortschrittlicherem umgehen, als mit alten Flinten. Irgendwie finde ich das lustig, dass die sich so alte Flinten aus dem Hintern ziehen. So nämlich. Bam. Speichern. Dogmeat, wir kommen hier schon durch. Mach dir keine Sorgen. Wir schaffen das. Wie ist der Meister denn umgezogen? Der ist doch ein riesiger Blob. Also, wenn man der Fallout-Bible und anderen Beiwerken glaubt, dann ist das tatsächlich ein langsamer Prozess gewesen, der den Meister zum Blob gemacht hat. Ursprünglich war der Meister zwar schon schwer mutiert, aber noch nicht in dem Zustand, in dem er jetzt ist. Der hat sich tatsächlich in der Mariposa Militärbasis selber mit dem FEV injiziert und damit rumexperimentiert. Dankeschön, der Franklin. Gesundheit. Danke. Hat da rumexperimentiert an sich selbst. Und ja, genau. Ist dann mehr und mehr mutiert und erst in der Vault in Los Angeles hat er dann wirklich so viel Biomaterie absorbiert, dass er mit dem ganzen maschinellen Zeug verschmolzen ist. Am Anfang, ganz am Anfang, kann man davon ausgehen, dass der noch relativ humanoid war. Wahrscheinlich ähnlich wie Harold. Genau weiß man es aber nicht, ne? Ist nur, aber ja. Vielleicht sah er aus wie Harold. Ja, ja, genau, genau, genau. Ist zumindest denkbar. Dogmeat wurde für 10 Schadenspunkte getroffen. So gut wie tot sieht er aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dogmeat. Das ist was mit dir. Dogmeat, komm mal her. Okay, wir haben Dogmeat gestimpackt. Hohohohoho. Jetzt geht's aber los hier. Jetzt geht's aber los da unten. Wir können auch erstmal da reingehen. Vielleicht können wir an den Computern was machen. Ist nicht die Mariposa-Basis auch der Gründungsort der Brotherhood of Steel? Nee, 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 nee. Die hat mit der Brotherhood of Steel nicht viel zu tun. Die sind in, Dingsy. Na? Wie heißt denn der Brotherhood-Bunker? Ach so, du meinst, ja, ja, die waren schon, klar, du hast recht, die waren schon hier stationiert, bevor die zur stählernen Bruderschaft wurden. Also Maxon und seine Leute, als die desertiert haben, die waren tatsächlich hier in der Mariposa-Basis. Aber dann sind die von hier quasi weggegangen und haben dann die stählerne Bruderschaft gegründet. Ja, doch, doch, genau, genau. Das schon. Okay. Dogmeat, let's go. Ah, die haben mich leider gesehen. Ich dachte, ich könnte oben vorbeigehen einfach. Aber wisst ihr was, dann lassen wir die kommen. Beziehungsweise habe ich ein bisschen Angst, dass Dogmeat jetzt vorläuft. Aber schauen wir mal.
Oh, Dogmeat, tu's nicht. Nicht sehr gut. Mist, die anderen sind schon alarmiert. Ich muss jetzt möglichst Abstand von Dogmeat halten. Oh Gott, Dogmeat. Ah, scheiße. Ja, okay. Ach so, nee, warte mal, stimmt schon. Ja, hilft nichts. Dogmeat, du bist echt super. Oh nein, jetzt geht er auch noch wieder. Ah. Ich glaube, jetzt stirbt er. Dammit. Ah! Okay, Dogmeat. Bitte, reiß dich zusammen, Hund. Reiß dich ein bisschen zusammen jetzt. Ich hätte so gehofft, dass ich reinkomme. Was ist denn die Ladezone, bevor Dogmeat überhaupt reinkommt? Okay, jetzt gehen wir einmal hier durch, Dogmeat. Nicht zweimal reinlaufen. Okay, gut. Du kriegst jetzt ein Stimpack. Stillhalten, bitte. Und nicht da vorne reinlaufen. Dogmeat wurde geheilt. Und jetzt muss ich einfach voll reinlaufen in die Bresche. Quatsch. Ich werde wahrscheinlich leider auch die Plasmakanone brauchen, weil mir jetzt doch Munition fehlt. Ich muss einfach voll reinsprinten und den Kampf suchen, weil Dogmeat wird das sonst machen und sterben. Also, let's go. Na, eben. Ich dachte auch, dass ich die mit der Zange ausmachen kann, aber ich habe es versucht. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob das ein Bug war. Ich hatte das auch so in Erinnerung. Ich war deswegen sehr verwirrt. Rakete an mir vorbeigeschossen und Dogmeat getroffen. Und ich habe unten wieder nicht gespeichert. Jetzt gucke ich mal kurz. Jetzt gehe ich mal schnell daran, ob ich hier was machen kann. Kannst im Mittag keine Steuerkonsole sehen. Vielleicht kannst du dieses Energiefeld irgendwie anders abschalten. Extra dafür habe ich nämlich eine Zange mitgenommen. Aber es geht nicht. Auf jeden Fall nicht bei den Grünen, aber auch bei dem Roten vorher hat es nicht geklappt. Ich versuche es nochmal ein paar Mal. Ja, da steht, du deaktivierst kurzzeitig den in Mitte, aber dann passiert nichts, ne? Aber vielleicht wirklich, warte mal, habe ich schon mal mit einem roten probiert? Ist das vielleicht der Fehler, den ich mache? Nee. Irgendwie klappt es nicht. Keine Ahnung, ob das gehen sollte oder... Ach, Dogmeat. Mit Wissenschaft oder Reparatur? Na gut. Nein, Dogmeat. Gott, Dogmeat. Es ist wirklich lustig. Es ist halt auch so ein Running Gag, das in der Fallout Bible eben auch deswegen steht. Alter. Willst du mich verarschen? Ach Gott. Das in der Fallout Bible ja eben auch deswegen steht, dass er gestorben ist, weil er eben einfach immer reinläuft. Es ist einfach fast unmöglich. Und nee, nee, nicht fast unmöglich, aber sehr schwer, dass man ihn hier lebendig durchkriegt. Ich hab Doc mit einem Stimpack gegeben. Sind eigentlich alle Dogmeats miteinander verwandt? Wer weiß? Wer weiß? Ich weiß nicht. Da gibt's nicht wirklich Lore. Das ist eher so ein Scherz. Ja, ich habe wie gesagt wirklich die Kraftfelder noch nie so ganz verstanden, ehrlich gesagt. Ich hab das auch in Erinnerung, dass ich die irgendwie ausmachen kann, aber es klappt nicht.
Und ich kann auch nicht irgendwie hier... Wisst ihr, ich kann hier gar nicht meinen Wissenschaftsskill oder sowas auswählen. Es geht ja eh nur um mein Inventar. Mit der Zange steht manchmal, dass ich das kurzzeitig deaktiviert habe. Aber passiert halt nicht, ne? Das ist das Komische. Nee, habe ich leider keine Ahnung. Genau. Dock mit den Fallout 2 ist ja quasi nicht mal wirklich Kanon, leider. Wenn man es genau nimmt. Der ist ja nur ein Easter Egg. Komm schnell! Ja! Oder? Nee, Dogmeat ist noch reingelaufen. Ach, Dogmeat. Aber du überlebst das jetzt, wenn wir hier noch durchlaufen. Komm her, Dogmeat. Und dann heile ich ihn nochmal und dann speichere ich endlich. Damit wir das mal gemacht haben. Stehen bleiben! So, okay. Oh Gott, Leute. Oh Gott. Okay, aber Dogmeat muss überleben. Okay. Soll ich jetzt nochmal versuchen, ob wir irgendwie da durchkommen? In der Hoffnung, dass ich hier vielleicht irgendwie Kraftfelder ausmachen kann oder was? Ich weiß es nicht. Ich brauche auf jeden Fall leider auch noch Stimpaks. Dogmeat kann ich alle haben. So. Im Herz ist der Kanon, das stimmt auf jeden Fall. Apropos mysteriöser Fremder. Bei jedem blöden Maulwurfsrattenkampf taucht er auf, ne? Aber hier wieder nicht. Er kann, glaube ich, wirklich nur bei Zufallsbegegnungen auf der Weltkarte auftauchen. Wie kriegt man im Fallout 2 den Solarblaster? Das ist ein Zufallsevent, ja. Genau. Wo man den Wasserchip kaputt macht, genau. Dock mit dem Fallout 4 ist ein Zünd, glaube ich. Ist zumindest eine naheliegende Theorie. Hallo, Kuschelpsiana, was geht? Ein Enklavenhund. Ja, aber im Fallout 4 hat ja die Enklave eigentlich nicht wirklich was zu suchen. Keine Wirkung. Nö, verstehe ich nicht. Weiß ich immer nicht, was mit den Kraftfeldern ist. Kampf beginnt, let's go. Wir kriegen das schon hin. Ich muss jetzt wirklich nur jede Runde, die nicht katastrophal läuft, speichern. Na, das wird jetzt wieder so ein Kampf. Und zwar nur für Dogmeat. Also, die Runde war schon mal gut. Speichern wir. Und jetzt in die Augen. Schieß mir in die Augen, Baby. Und jetzt gehe ich 3 Schritte, aber das wird nicht reichen. Und deswegen gehe ich nochmal 3 Schritte und jetzt hoffe ich, dass ich keinen kritischen Treffer abkriege. Holy shit, das hat wehgetan. Wow. Ja, wir sind tot. Stirb, elender Danke. Mensch. Na gut. Macht aber nichts. Dafür habe ich ja gespeichert. Wir schießen nochmal in die Augen. Und ich verändere meine Strategie leicht und bleibe jetzt einfach stehen. Wow, der tut so weh! Schöne Todesanimation. Hey, der macht leider so viel Schaden mit seinem Plasmagewehr. Aber wir schaffen das schon. Tod bleibt immer gleich. Ich versuche es einfach noch mal auf die gleiche Art und Weise. Ah, das war ein bisschen besser. Das war leider trotzdem sehr schmerzhaft. 1 HP. Aber wir sind wieder dran. Oh mein Gott. Ich hoffe, da reichen mir die 40 Stimpaks. Hab leider keine Super Stimpaks und nix. Ah, die haben gut Reichweite, ich nicht. Schade. Das war jetzt dumm. Ich war schon im Inventar.
Ich hätte gleich noch... Ich muss jetzt hier mal... Nochmal einen Notfall-Safe machen. Dogmeat, was machst du hier? Geh weg. Aber ich glaube ganz ehrlich, ich schaffe den Kampf nicht. Schon gleich gar nicht mit Dogmeat. Ob wir doch zur Stählernen Bruderschaft gehen sollten? Ich habe das noch nie gemacht, ganz ehrlich. Ich bin noch nie zur Stählernen Bruderschaft gegangen. Holy shit. Holy shit, ein kritischer Treffer mit 70 Schadenspunkte. Krass. Und ich weiß gar nicht, ob die mit reinkommen. Bleiben die nicht davor stehen oder irgendwie sowas? Ne, Dogmeat ist grundsätzlich in der Regel in den alten Teilen halt so ein Mischling, ne? Das ist ja irgendwie auch logisch im Ödland. Ist ja auch ganz stark angelehnt an A Boy and His Dog und Mad Max 2 Road Warrior. Wo das ja natürlich auch keine rein rassigen Schäferhunde sind. Es passt ja auch nicht wirklich in die Welt. Doc, mir tu's nicht. Hey, Kappa, Kappa, hey, Kappa, Kappa, hey. Oh Gott, hast du mich erschrocken jetzt. Und das war nicht mal der Jumpscare. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Aber echt. Oh, Dogmeat, was mache ich nur mit dir? Dogmeat. Was machen wir? Ah, Dogmeat ist tot. Ja, genau, auf sowas hätte ich gehofft, dass die sich gegenseitig ein bisschen mehr umbringen. Okay, wartet. Alles gut. Alles gut, Leute. Alien Blaster, geil und so, aber wir brauchen jetzt ein bisschen mehr Reichweite. Oh, der hat aber auch viel Reichweite. Damn it. Und so viel Schaden. Oh Gott, Dogmeat, nein. Hä? Ich hab daneben geschossen. Ja, aber grundsätzlich ist das eine gute Idee. So zu kämpfen macht sehr viel mehr Sinn. Das machen wir so. Jetzt passt auf. Ich lade nochmal ein Save vorher. In deinem ersten Fallout Fallout 2 Let's Play, wo du einen schlauen Charakter gespielt hast, sowohl Nahkampf als auch Energiewaffen. Ja gut, das kann man natürlich auch machen. Okay, jetzt passt auf. Ich lade den Safe hier. Ich gehe ins Inventar. Ich hole mir den Alien Blaster. Ich pfeife mir ein Stimpak rein. So. Den Alien Blaster, sage ich schon. Ihr wisst schon. Dann schieße ich den jetzt mal in die Augen. Nein, come on. Und dann schieße ich daneben. Es ist manchmal auch einfach scheiße. Es ist manchmal auch einfach scheiße, ohne Scheiß. Ja, okay. Gut. Hat sich nochmal zum Guten gewendet. Okay, Dogmeat kriegt seine Kraftfeldtreffer, aber das ist in Ordnung. So, jetzt überschreibe ich nochmal den Save hier.
der, das ist echt nett, dass der die Rakete für mich getankt hat, ne? Cool, cool. Und jetzt versuche ich, den wegzuschießen, weil der ist saugefährlich. Okay. Und ich weiß nicht, ob ich genug Reichweite habe, dass ich auf Raketenwerferkerl schießen kann. Nee, leider nicht. Der muss aber eh nachladen. Deswegen schießen wir erstmal auf den hier. Schade. Okay. Elender Mensch, ich bin blind. Na, so blind. Na gut, mit einer Gatling muss man nicht sehr gut zielen, ne? Okay. Keine Ahnung. Wir kriegen das schon hin. Ich hätte jetzt wirklich doch gern die Gang dabei, aber andererseits, was soll die Gang gegen Supermutanten anrichten? Jetzt mal ehrlich. Was wollen die hier? Es ist Quatsch. Ich muss das alleine machen. Wir müssen an das Herz der Karten glauben. Ich hab meine Fallout Magic Karten hier. Ich beschwöre das Herz der Karten. Grauer Silberdrache. Oder so. Ich habe Yu-Gi-Oh! Lang nicht mehr gesehen. In die Augen. Okay, Raketenwerferkerl besiegt. Gatling-Kerl besiegt. Hey, Kappa, Kappa, hey, Kappa, Kappa, hey. Und Doc mit explodiert und ich bin auch gleich tot. Oh, die Raketenwerferkerle. Deine. Shit. Und jetzt stirbt er nicht mal. Wir müssen jetzt einfach gucken. Vielleicht haben wir Glück. Und es klappt einfach mal. Okay. Jetzt muss ich mich dringend heilen. Aber das war ja eigentlich okay. Dieses Hey Kappa Kappa Hey ist so laut. Und ich bin gerade so konzentriert hier. Ich bin gerade so versunken im Kampf. Und dann wird mir das um die Ohren gehauen. What the fuck? Der heißt Weiße Drache, okay. Genau, Weißer Drache mit dem eiskalten Blick, den meinst du. Where's everyone going? Bingo. Bingo? Bingo, bango, bongo. Okay. Wer hat denn... Wollt ihr vielleicht noch ein paar Raketenwerfer rausziehen? Cool. Warum nicht? Ich weiß nicht, ob ich Dogmeat aus der Situation retten kann. Okay. Nächste Runde. Ohne Scheiß. Oh Gott, ey. Ohne Scheiß. Trotzdem danke für die Bitslander X. Auch wenn das sehr gemein war. Oh mein Gott, ich muss den Jumpscare teurer machen. Das geht so nicht. Er ist viel zu billig. Okay. Aber dankeschön. So. Wie kommen wir aus der Nummer hier raus? Es ist wirklich verzwickt. Aber ich glaube, wir schaffen es. Ich glaube, wir schaffen es. Wir brauchen jetzt nur ein bisschen Geduld und Glück. Aus irgendeinem Grund darf Dogmeat vor dem Raketenwerferkerl zielen. Ziehen, wenn ich nicht auf den Gatling-Kerl schieße. Das ist irgendwie sehr ungewöhnlich, ne? Aber okay. Und jetzt speichere ich. Ich befürchte, Raketenwerfer haben einfach wirklich unendlich Reichweite, ne? Im Gegensatz zu mir. Ich glaube, dann benutze ich jetzt meine Aktionspunkte wirklich noch schnell für Stimpacks. Wobei ich schon auch mir Sorgen mache, dass Dogmeat zu sehr in die Gegner reinprescht. Aber ich glaube, solange Dogmeat die nicht angreift, haben die tatsächlich keinen Aggro. Somit ist alles vorbei. Okay.
Versuchen wir es nochmal. Halt, ich speichere vorher nochmal auf irgendeinem Safe Game. Ich brauche mehr Safe Games für den Kampf. Mir gehen die Safe Games aus. Hat jemand mitgezählt, wie oft jetzt neu geladen wurde? Ah, das wäre interessant, aber nein. Bestimmt sehr oft. Mein Nachbar hat sich schon gewundert, warum hier geschrien wird. Okay, jetzt schießen wir nochmal auf den da. Diesmal treffen wir ihn und nicht Dogmeat, das ist gut. Okay, das ist gut. Ah, nein! Der hat auch Dogmeat-Aggro. Shit. Ich dachte, nur der angegriffen wird, hat Dogmeat-Aggro. Aber wenn der mit dem Flammenwerfer auch Dogmeat-Aggro hat, das ist blöd. Hat der mit dem Raketenwerfer auch Dogmeat-Aggro? Ja, jetzt schon. Er schießt trotzdem auf mich, das ist nett. Ach Gott, wie soll ich Dogmeat aus der Situation rauskriegen? Wie soll das gehen? Okay, wartet mal. Der Raketenwerferkerl wird hoffentlich nicht auf Dogmeat schießen aus nächster Nähe, oder? Ich weiß nicht, ob die KI... Ich traue es der Fallout-KI schon zu. Das war sehr gut. Moment, sind die auch aggro? Der hat gerade gesagt, wäre es so dämlich, sich mit uns anzulegen. Okay, wir haben Dogmeat wieder eine Runde gerettet. Wir haben Dogmeat wieder eine Runde am Leben gehalten. Das wird gespeichert. Ich bin gerade zuversichtlich. Ich war für einen kurzen Moment, dachte ich mir, dammit, das kriegen wir nie im Leben hin. Aber jetzt habe ich Hoffnung. Ich habe Hoffnung. Thank you. Bitteschön. Dankeschön. Damn it. So viel zu meiner Hoffnung. Okay. Ich kann eigentlich jetzt nur eine Sache machen. Ich muss rein in die Bresche. Oder ich schieße wenigstens un... Ja, es reicht nicht. Es reicht nicht. Und dann geht Dogmeat vor und dann wird er einfach weggeschossen, weil der kann aus der Nähe mit der Gatling nicht so daneben schießen, dass er Dogmeat nicht umbringt. Das geht nicht. Okay, wir haben Dogmeat noch mal eine Runde am Leben gehalten. Shit, und jetzt muss ich nachladen. Shit, shit, shit. Ah, shit. Ja. Ich meine, es ist wirklich ein schönes Spiel. Ich finde das gerade schon auch sehr cool, ne? Das ist schon, sehr spannend. Aber, auch echt schwer. Dass Dogmeat aber auch dahin rennen muss. Naja, er ist halt einfach ein Good Boy, ne? Er will mich verteidigen. Um jeden Preis. Und gefährdet dafür sein eigenes Leben. So ist Dogmeat. Okay, ich brauche nur 3 Aktionspunkte, um mit dem Laser auf den zu schießen. Und ich schieß daneben. Okay. Wir leben noch. Yes, Dogmeat. Yes. 20 Trefferpunkte. Kritischer Treffer. Risse am Bein. Liegt am Boden. Dogmeat. Nice.
Schau, man sollte Dogmeat nicht unterschätzen. Ich speichere nochmal. Dogmeat hat wieder eine Runde überlebt. Wir sind wieder eine Runde weiter. Jetzt lade ich die Waffe hier nach. Und kann jetzt gerade eigentlich nur sinnvoll auf den schießen. Und hoffe, dass sowohl Dogmeat als auch ich die nächste Runde überleben. Okay. In die Augen. Shit. Nochmal in die Augen. Oh, da unten ist noch einer. Aber Dogmeat kommt zu mir zurück. Ich speichere. Und beende den Kampf. Oh, okay. Oh. Oh Gott. Yes. Okay. Wow. Holy shit. Das war richtig cool. Das war richtig cool jetzt. Meine Güte. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das hinkriegen. Ich sag's euch, wie es ist. Ich dachte mir, na super geil. Mit meiner selbst auferlegten Regelung, dass Dogmeat nicht sterben darf. Ist es jetzt vorbei. Aber alles ist gut. Huh. Dogmeat kriegt ein Stimpack. Ich nehme. Für Reichweite, ne? Darf man das. Das darf man nicht unterschätzen. Plasma, Alien Blaster, super geil. Aber die mangelnde Reichweite ist in manchen Situationen echt ein Problem. Ja, genau. Der erste große Kampf ist geschafft. Das war aber vielleicht tatsächlich das Schlimmste hier, eventuell, hoffentlich. Bin mir nicht sicher. Hallo? Ist hier nicht auch einer? Hört sich tot an. Die haben leider alle schwere Waffen, ne? Keiner hat für mich kleine Energiezellen. Nee, du sollst den looten. Ey, aber Stimpacks, die nehme ich auch sehr gerne. So, ich speichere gleich nochmal. Jetzt gehe ich mal an die Computer hier. Ich muss die Waffe wegpacken. Super nervig, die Animation. Der Monitor flackert. Komm, Alien Blaster, gehen wir kurz ins Inventar. Okay. Anscheinend wurde das System abgeschaltet. Anscheinend wird das System neu gebootet. Auf dem Bildschirm erscheinen merkwürdige Farbmuster. Der Monitor flackert. Ich habe das Gefühl, ich kann hier nicht wirklich was machen bei denen. Okay, dann gehen wir einfach mal in die Tür hier. Und schauen wir hier in diesen kleinen Spind. Damals waren die Supermutanten noch super stark. Ja, ne? Ist wirklich, finde ich auch schade, dass die so, genauso wie Todeskrallen, ne? Dass so viele Geschöpfe so entschärft wurden quasi. Kann ich hier überhaupt was machen an dem Terminal? Du kannst nichts dazu lernen. Schade. Dann gucken wir mal noch in den Spind hier. Elite-Scharfschütze in Fallout 2 schon sehr mächtig, ne? Das ist schon auch ein sehr guter Bild. So voll auf kleine Waffen und Sniper gehen. Oh, na immerhin. Immerhin gehen uns jetzt die Stimpacks nicht so schnell aus. Das war tatsächlich eine Sorge von mir, dass ich nicht genug dabei habe für Dogmeat. Aber das passt jetzt schon. Ich habe leider keine Gepäckträger dabei, ne? Hm. Wer würde gewinnen? Jetzt geht das wieder los. Mr. X oder Marcus? Marcus, weil er viel klüger ist. Ich würde sagen, so Tyrants und Supermutanten sind schon ein bisschen vergleichbar, ne? Aber Mr. X ist dumm und kann keine Waffen benutzen. Das ist halt ein großer Unterschied. Ja, Mensch, ich stirb doch wieder an einer Stimpack-Überdosis. Dann aber, ohne Scheiß. Dann aber.
Ich möchte bitte die Kraftfelder deaktivieren. Ich weiß nur leider nicht, wie. Und Jacqueline auch nicht. Marcus gegen Nemesis wäre vielleicht schon eher ein Kampf auf Augenhöhe, ne? Also auf jeden Fall würde Marcus erstmal mit der Gatling von hinten sein komplettes Team wegballern. Und dann, wenn sein eigenes Team komplett tot ist, ja, dann wird's spannend. Aber sein erster Schachzug wäre erstmal, dass er den kompletten Stars-Team von hinten einfach mal versehentlich zerstückelt. Damit rechnet Nemesis auch nicht. Und dann kann er den Überraschungsmoment ausnutzen. Wo ist denn mein Alien Blaster? So, ich will den nachladen. Hä? Welche Kreatur will denn noch kämpfen? Aha, jetzt. Okay, komisch. Hab mich schon gewundert. Dogmeat. Was haben wir uns da eingebrockt, ha? Huh? Aber hier ist wenigstens theoretisch viel Loot. Kann nur nichts davon brauchen gerade. Im ersten Stock kann man ein Radio... Mit einem Radio? Wirklich? Oh, shit, ey. Wirklich? Ich dachte, mit dem Radio kann man nur die Wachen ablenken draußen. Wie gesagt, ich habe die Dinger nie verstanden. Die gelben konnte man, glaube ich, mit Reparieren deaktivieren. Ich dachte eben auch. Aber irgendwie geht das nicht. Ich habe das auch so in Erinnerung. Ich bin mir eigentlich sogar sicher. Aber entweder habe ich da einen Bug oder ich bin zu doof. Ich weiß es nicht. Okay, Ostflügel, erste Etage. Hackt sich in den Computer, hohe Science-Werte. Na, weiß ich nicht, ob ich hoch genug bin. Anschließend Funkgerät mit dem Computer. Ah, alles klar. Ich weiß nicht, ob ich das jemals wusste. Cool, cool. Aber ich dachte eben auch, dass ich die mit der Zange deaktivieren kann, zumindest kurzzeitig, ne? Keine Ahnung. Mein Reparaturskill ist eigentlich sehr hoch. An dem kann es eigentlich kaum scheitern. Ey, das ist nice. Oh ja, schade. Ich kann nichts mehr tragen. Die könnte ich brauchen. Wirklich? Nicht mal ein bisschen? Ich lasse ehrlich gesagt lieber die Splittergranaten hier. Okay. Okay. Na gut, ich glaube, ich habe genug. Passt schon. Jetzt looten wir hier noch ein bisschen. Das haben wir uns verdient, auch wenn ich eh nichts mitnehmen kann. Aber wer weiß, vielleicht komme ich ja... Ich glaube nicht. Aber theoretisch könnte ich jederzeit wiederkommen und alles nochmal rausholen. Ich will nur gucken, ob da noch irgendwas Wichtiges ist. Kannst du in der mittleren Steuerkonsole sehen? Vielleicht kann ich das irgendwie abschwächen. Ja, ich verstehe es nicht. Also wenn ich hier drauf gehe, kann ich sowieso nur mein Inventar öffnen. Dann kann ich die Zange benutzen. Und dann steht da, ich habe das kurzzeitig deaktiviert. Aber da ist nichts kurzzeitig deaktiviert. Seht ihr das? Und ich bin mir nicht sicher, ob das ein Bug ist. Und wenn das ein Bug ist, dann haben wir eventuell ein Problem. Weil ich weiß nicht, ob das notwendig ist.
Naja, ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal runter in den dritten Stock. Weil ich habe jetzt auch kein Radio dabei. Da müsste ich nochmal ganz raus und wir speichern jetzt nochmal. Dann schauen wir, dass Doc mit da nochmal lebend durchkommt. Nee, warte mal, ich glaube, das Safe-Gun behalte ich mir lieber mal vorsichtshalber. Das haben wir schon 100 Mal gehabt, oder? Es ist immer Horrigan. Ja, bei den Roten funktioniert es aber leider auch nicht. Dogmeat, du bist einfach auch wirklich... Es ist aber auch wirklich... Man hat es nicht leicht mit Dogmeat. Ohne Scheiß, Dogmeat. Ohne Scheiß. Was ist denn los mit dir? Schnell, 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 schnell. So. Puh. Kann es sein, dass du nur den letzten Kommentar bei YouTube sehen kannst? Nee, das nicht. Aber wenn die schon länger her sind, dann rutschen die zu weit nach oben. Dann sehe ich da nichts mehr. Oh, das wollte ich absolut nicht. Dogmeat ist tot, oder? Über den Lautsprecher hörst du Achtung, vorsichtig Eindringling. Nee, Dogmeat wurde tatsächlich jetzt gerade nicht getroffen, überraschenderweise. Jetzt könnte ich hier sogar stehen bleiben und mit ein bisschen Glück Dogmeats Weg blockieren, damit der nicht an mir vorbei kann. Gucken wir mal, ob das klappt, mein schöner Plan. Oh mein Gott, ich bin so gut wie tot. Okay, so eine läppische Gatling kann mir nix. Soll ich es riskieren? Ich speichere jetzt hier mal kurz. Jede Runde ist spannender als die vorherige, ey. Okay, Raketenwerfer-Kerl muss weg. Bei Gatling-Kerl ist nicht so gefährlich. Solange ich Dogmeat blockiere, ne? Das ist eigentlich super. Okay, cool. Cool. Und jetzt, Dogmeat, lass dich bitte verdammt heilen. Okay. Und jetzt sollten wir uns heilen. Okay. Und jetzt speichere ich. Dogmeat, einmal noch durchs rote Kraftfeld, bitte. Okay. Ich kann nicht mehr. Irgendwann ist auch einfach mal Schluss. Irgendwann ist es auch einfach nicht mehr lustig. Aber aktuell ist es schon noch ziemlich lustig. Doch, ja. Oh Gott. Come on, Dogmeat. Es ist ja wirklich hier. Was ist denn hier los? In die Mine. Ich meine, ist schon blöd, dass hier ein Minenfeld ist, ne? Da müssen wir jetzt echt aufpassen. Ich werde speichern. Und jetzt einfach mal durchlaufen und hoffen, dass ich auf alle Minen trete und überlebe. Und dann kann Dogmeat hoffentlich in meine Fußstapfen treten. Easy. Easy. Tut mir überhaupt nichts. Okay, ich bin umgefallen. Okay, schon langsam wird es gefährlich hier. Ich glaube, Dogmeat kommt hier nie im Leben durch. Wo ist Dogmeat? Dogmeat ist schon lange tot. Ah. Ja, genau, speichern. Wann ist Dogmeat gestorben? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Okay, aber dann,
kommen wir hier gerade echt so nicht weiter, befürchte ich. Dann kommen wir hier gerade echt so nicht weiter. Ich habe meine Mitschreiter inklusive Hund zum Schluss immer abschlachten lassen, weil ich genau wusste, ja, ich weiß, aber das kann nicht, das Dogmeat muss überleben. Das wird auch in Fallout 2 super nervig, ich weiß es jetzt schon, aber... Wir schaffen das schon. Wir schaffen das! Warum ist Dogmeat so im Arsch? Was ist denn los? Okay, wartet mal, aber wenn Dogmeat so im Arsch ist, was ist, wenn ich ihm jetzt doch Stimpak gebe und wir versuchen nochmal übers Memefeld zu laufen? Bleib doch jetzt mal stehen hier. Um Himmels Willen. Er ist so gut wie tot. Braucht er vielleicht mal ein Super Stimpak? Komm her, Dogmeat. Das hat keine Wirkung? Habe ich es an der Wand benutzt, oder? Jetzt habe ich mich selber damit geheilt. Oh Gott, Dogmeat. Es ist aber auch wirklich scheiße, wie der um mich rumgeht und hinter der Wand verschwindet und... Und ich krieg Schaden? Ich habe gerade... Habe ich eine Überdosis? Vielleicht. Habe ich mir eine Überdosis vielleicht dran gepfiffen? Sieht schwer verletzt aus. Ich muss dem wirklich ein paar Stimpaks noch reinpfeffern. Vielleicht haben wir dann eine Chance. Er sieht verletzt aus. Okay, wir nähern uns der Sache. Ich speichere mal, falls er wirklich an Überdosis stirbt. Oh Gott, Leute, es ist ja wirklich hier. Es ist ja wirklich hier. Man hat es nicht einfach mit so einem Dogmeat. Man hat es nicht einfach mit so einem Dogmeat. Sieht unverletzt aus. Okay, Dogmeat, du bist unverletzt. Ich speichere. Wir sprinten zum Aufzug, okay? Wir sprinten zum Aufzug. Bleib du am besten vielleicht sogar hier, aber es hilft wahrscheinlich nichts. Ich sprinte zum Aufzug. Der Aufzug ist außer Betrieb. Kann ich den reparieren? Nee. Kann ich meinen Wissenschaftsskill benutzen? Nee. Kann ich öffnen? Na super. Dann hat das gerade gar nichts gebracht. Aber es hat funktioniert. Ich kann mal hier hingehen. Vielleicht will der mit mir reden. Vielleicht kann ich den überreden, dass er alle Kraftfelder deaktiviert. Leider nicht. Ich könnte nochmal versuchen, jetzt passt mal auf. Weil, wisst ihr, es kann nämlich auch sein, ich benutze zwar immer eine Zange und so weiter, aber mein Reparaturskill ist nicht sehr gut. Es kann auch sein, dass wir einfach nicht gut genug sind und dass das schon gehen würde, dass ich die kurzzeitig ausschalte. Aber nicht mit einem Reparaturskill von 68. Das könnte schon sein. Was zur Hölle? Warum geht das jetzt? Mit der Zange, die mein Reparaturskill verbessert, geht's nicht, oder was? Und wenn ich die anklicke, wird mir gar nicht angezeigt. Oh Gott. Nein. Nein, ich habe heute echt schon genug erlebt. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr hier. Okay. Ich krieg gerade sehr viel Schaden. Habe ich wirklich so eine krasse Stimpak-Überdosis oder an was liegt's?
Ich meine, mein Blut besteht schon zu 50% aus Stimpak. So ist es nicht, aber... Aha, und jetzt geht's wieder nicht mehr. Das ist jetzt interessant, ne? Ich habe nämlich kurzzeitig aufgemacht und Dogmeat ist durchgegangen, aber ich kann es jetzt nicht wiederholen und komme nicht mehr durch. Eine interessante Situation, in der wir da sind. Mit Wissenschaft soll es auch gehen, tatsächlich. Das versuchen wir, weil da wäre ich definitiv deutlich besser. Nee, du kannst nichts dazu lernen. Das ist so dieser typische Wissenschaftstext. Also, der typische Wissenschaft ist gescheitert Text. Wisst ihr, weil hier kann ich direkt meine Skills anwenden, wie es auch Sinn macht irgendwie. Naja, aber es funktioniert alles jetzt gerade nicht. Oh, das hat jetzt wieder funktioniert. Hey, ich verstehe einfach überhaupt nichts mehr. Hey, ich verstehe einfach die Regeln. Aber ich habe ja schon gesagt, ich habe die Mitte noch nie verstanden. Und ich habe das Gefühl, die sind so ein bisschen random, ne? Weiß ich jetzt auch nicht. Aber ist okay. Aha, ein Mensch. Na, das ist ja sehr interessant. Komm mit mir zum Lieutenant. Sonst gehst du hier zugrunde. Okay. Oh, das ist sehr gut. Weißt du, ich hatte Zweifel, als meine Offiziere meinten, sie hätten einen Supernormalen gefangen. Es ist so schön, dich zu sehen. Keine, die ich jetzt dabei hätte. Keine andere Methode, meine HP hochzukriegen. Was wollt ihr von mir? Na, bevor du zu uns gehörst, natürlich. Ich kann doch nicht einen Supernormalen haben und ihn nicht zu einem der Auserwählten machen, oder? Nachdem du mir gesagt hast, wo deine Vault ist. Das soll ich dir sagen? Du bist ja fast schon witzig. Das werden wir sehen, oder? Okay. Du hast es so gewollt. Du hast mit dem Scheiß angefangen hier. Müssen wir mal auf einem separaten Savegame hier nochmal speichern. Oh, tough. Shit. Ich befürchte, seine beiden Freunde werden uns schneller töten, vor allem Dogmeat, als wir ihn töten können. Hey, kannst du bitte nicht Dogmeat kicken? Ja, das habe ich halt befürchtet. Aber ist okay, wartet mal. Ja, wir wurden jetzt ein bisschen hart getroffen, aber das ist cool. Ich muss seine beiden Wachen ausschalten, weil seine Angriffe überlebe ich. Und solange er Dogmeat nicht erwischt, kriegen wir das hin. Nein, der hat überlebt. Also, das ist aber auch gemein. Sind das irgendwie spezielle? Nee, eigentlich nicht, ne? War nur Pech. Ah, schade. Ich hätte beinahe Holy auf meine Tastatur gespuckt. Kommt der Kerl mit seiner Kutte und haut meiner Power-Rüstung ins Gesicht auf dem Helm. Was hat er denn gedacht, was passiert? Was hat er denn erwartet? Was hat er denn erwartet, als er zu der 2,10 Meter hohen Stahlrüstung gegangen ist und mit seiner Faust draufgehauen hat? Naja, er hat wahrscheinlich auf die Macht des Meisters vertraut, ne? Der dunkle Gott leite mich! Sowas war das wahrscheinlich. Ach, ich liebe es.
Das ist schon sehr cool. Dogmeat lebt noch, oder? Ja, Dogmeat lebt noch. Gut. So, da waren wir nur noch zu dritt. Dogmeat, schnapp ihn dir. Ja, vielleicht beim nächsten Mal. Oh, ich darf schon wieder. Cool. Laden. Augen. Da muss ich leider meinen Zug beenden. Was? Du benutzt einfach auch Stimpaks? Du darfst nicht. Hör auf, so viele Stimpaks zu benutzen. Schau. Was hast du jetzt davon? Dogmeat wirft dich kritisch zu Boden. Arschloch. So, ich speichere mal hier. Nochmal. Aber hey, guckt, wir kriegen alles hin. Mit ein bisschen Geduld und Neuladen und Strategie verändern und so weiter. Ein bisschen Optimierung kriegen wir alles gebacken. Überhaupt kein Problem. Bringen wir mal den General des Meisters um. Der wird sich freuen. Wir kriegen ein Level up. Das wird mich freuen. Wir speichern. Das freut alle. Dann gucken wir mal in sein hübsches Inventar. Oh, eine wunderschöne Laser Gatling. Oh, shit. Shit, kann ich die irgendwie mitnehmen? Moment mal, ist in Fallout 1 die Laser Gatling jetzt eine Energiewaffe oder eine schwere Waffe? Ich glaube eine oder? Oh, jetzt muss ich kurz nachschauen. Jetzt bin ich mir nicht sicher, unter welche Kategorie die fällt. Laser Gatling Fallout 1. Schon eine Energiewaffe, ne? Ich glaube auch. Damage Type Laser. Braucht auch Mikrofusionszellen. Genau, eine Energy Weapon. Passt schon. Ja, ist schon gut. Okay, muss ich irgendwie in mein Inventar kriegen. Müssen wir jetzt ordentlich aufräumen, leider. Da muss jetzt viel raus, weil ich glaube, die ist relativ schwer. Dann kann es ja mal versuchen. Oh! Nee, doch nicht. Ich dachte schon, es hat geklappt. Ich kann noch die Psychos raushauen. Oh, wir haben noch... Ich meine, ich könnte die Buffout auch nehmen, natürlich, ne? Hm. Mal schauen, vielleicht kommt es dazu noch. Ah, shit. Okay, ich pack mal schnell die ganze Munition drüber, nur kurz. Okay. Und jetzt... kann ich wieder ein bisschen was davon wahrscheinlich rüberholen. Oder? Ja. Müssen wir jetzt schnell Häufchen für Häufchen machen. Bis mein Inventar wirklich voll ist. Und dann schaue ich mal. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, hat die Plasma Cannon einen Vorteil noch gegenüber der Laser Gatling? Ja, ich meine... Ja, tatsächlich macht das Plasmagewehr mehr Schaden. Die Laser Gatling hat halt echt gute Reichweite und streut gut. Haben beide ihre Vor- und Nachteile tatsächlich. Ich habe jetzt drei sehr gute Energiewaffen, die man alle so ein bisschen in unterschiedlichen Situationen einsetzen könnte, ne? Eine sehr starke auf kurze Reichweite. Eine mittelstarke auf mittlere Reichweite und eine immer noch ziemlich starke auf Riesenreichweite. Genau, weniger Schaden macht sie halt. Aber ich finde sie schon auch irgendwie sexy, muss ich schon zugeben.
Stärke haben wir auch genug. Ich pack die mal ein. Wir testen die mal. Wahrscheinlich werde ich eh sagen mit dem Schaden, ne? Gut, wir brauchen auf jeden Fall die CD hier noch. Mein Gott, die können wir auch nicht mitnehmen, ja. Wartet mal. So. Der Pipboy zeigt, Daten werden von der CD geladen. CD. Nee, aber weißt du, ich kann halt jetzt zum Beispiel, und das ist halt schon lustig, oh, ich könnte mir jetzt auch so eine Robe mitnehmen, ne? Theoretisch, wenn wir nicht schon komplett überladen wären. Der hat eine Laserpistole, warum hat er dann gegen meinen Helm geboxt? Verstehe ich nicht. Was wollte ich sagen? Ach so, weißt du, die Gatling ist halt lustig, wenn man in eine Gruppe von leicht gepanzerten Gegnern kommt. Und dann kann man die halt einfach wegballern. Und das macht halt schon sehr viel Spaß. Aber jetzt hier wird mir die wahrscheinlich nicht viel bringen, tatsächlich leider. Aber ich will sie trotzdem mal in Action sehen. Dauer auf den da hinten. Oh nein, ich kann nicht auf den da hinten schießen. Das ist ein bisschen enttäuschend. Achso, ich stehe wahrscheinlich nur irgendwie blöd ums Eck, ne? Naja, 7 und 78 Schaden. 78 Schaden ist gar nicht schlecht. Braucht aber auch sehr viele Aktionspunkte, ne? Für einen normalen Schuss. Ja, es ist ein Spielzeug, aber ein lustiges. Oh Gott, jetzt steht leider Dogmeat blöd vor mir. Keine Munition. Ah. Ja gut, dann kann ich wenigstens auch noch ein paar Schritte gehen jetzt. Na, 8, 49, 46, das ist halt schon cool, ne? Der Gruppenschaden, das darf man nicht unterschätzen, das ist schon gut. Na, da haut er ab. Jetzt sollte ich halt auf jeden Fall auf präzisere Waffen wechseln, wenn Dogmeat mittendrin ist. Da war noch ein Spind. Ah, der da. Ja, ja, okay, da schauen wir gleich nochmal hin. Habe ich nicht gesehen. CPU! Und nochmals CPU. So, Dogmeat. Gut haben wir das gemacht. Feiner. Schauen wir mal in den Spind rein. Ah, ein Schlüssel. Nehmen wir. Elektrischer Dietrich brauchen wir nicht. Da sind wir krass genug, glaube ich. Wo bin ich eigentlich? Wo haben die mich eigentlich hingebracht? Anscheinend wird das System gerade neu gebootet. Ah, da müssen wir hin. Ja, okay, okay. Da müssen wir hin. Also nochmal schnell speichern. Dogmeat, wie geht's dir? Wie geht's eigentlich, Dogmeat? Die Wand ist nicht außergewöhnlich. Dogmeat ist unverletzt. Okay, dann komm mit, Dogmeat. Einmal kurz da durch. Oh, da unten ist die Tür offen. Und da ist einer der ganz, ganz wenigen Mr. Handys in den alten Fallout-Teilen. Das alte Modell noch. Das haben sie ja auch erst irgendwie so ein bisschen geredconnt und dann noch nachträglich so ein bisschen repariert.
Bald ist leider auch der Stream zu Ende. Ja, da hast du leider recht. Okay, passt auf. Jetzt benutze ich nochmal hier die Reparieren-Fähigkeit. Es hat nicht geklappt. Ich versuch's nochmal. Hat wieder nicht geklappt. Ich benutze die Zange. Nicht geklappt. Okay, jetzt wartet mal. Wir sind doch hochgelevelt. Ah, cool. Ich kann auch hier mal einen Bonus wählen. Action Boy, Ausweichkünstler, kritische Treffer. Schon auch cool. Brauchen wir nicht mehr. Freund und Feind weiß ich auch nicht, ob ich das jetzt noch nehmen will, ehrlich gesagt. Ja doch, da nehme ich jetzt Freund und Feind. Es ist ein bisschen spät, aber es hilft bei der Orientierung doch ein bisschen im Kampf, ne? Oder nehme ich doch einfach zusätzlich 20% Schaden bei kritischen Treffern. Ja, okay, bam. Ich will Schadensmaximierung. So, aber was ich eigentlich machen wollte, ist, dass ich jetzt einfach mal mein Level Up in Reparieren stecke. Dann erhöht sich wahrscheinlich einfach die Wahrscheinlichkeit, dass wir erfolgreich die Emitter öffnen, nehme ich an. Ah, ich hab's wieder nicht übernommen, wie immer. Reparieren, reinpowern. Und jetzt nicht Escape drücken, sondern okay. Und jetzt benutzen wir unseren Reparaturskill. Aha, und es klappt. Schaut euch das nicht an. Hast du von den Fallout 2D, 3D Fan Remake gehört? Ja, habe ich gehört. Schon, habe ich aber schon vor sehr langer Zeit gehört. Und ich glaube, das wurde irgendwie gecancelt, aber dann irgendwie doch nicht. Oder macht das jetzt wieder ein neues Team? Keine Ahnung, aber ich habe davon gehört. Hallo Leute. Dir gelingt es, eine Benutzeroberfläche für das Containersteuersystem zu erstellen. Zugriff erlaubt. Befehl. Sicherheitscode anzeigen. Befehl. Versuch die Firewall zu durchbrechen, um weitere Daten zu erhalten. Verschlüsselungstabelle für Sicherheit. Oder soll ich mal auf irgendwas klicken? 17652 und so weiter wird ausgeführt. Oh, verbleibende Zeit! Ah! Oh, ich hätte vielleicht vorher die da unten töten sollen. Oh nein, Leute. Ich glaube, das müssen wir nochmal versuchen. Ich glaube, das wird nichts. Ich habe nur noch 25 Sekunden, um zu dem Aufzug zu kommen. Durchs Minenfeld. Ich muss noch die Tür hacken. Ah, es wird knapp. Ach so, vor allem, wenn ich falsch mache. Ah.
Nein, was? Oh, come on. Das war jetzt aber... Was denn jetzt? Ist jetzt auf oder nicht? Für was war der Count denn eigentlich? War das überhaupt der Selbstzerstörungsmechanismus? Ich wollte, habe ja nur mal auf den ersten Code gedrückt. Ah, okay. Ja. Das ist voll das 1. Aber ich befürchte, wir sind tot. Ich befürchte leider, wir sind ein bisschen tot. Okay, versuchen wir das nochmal. Wir benutzen nochmal den Wissenschaftsskill. Okay. Sicherheitscodes anzeigen. Versuchen, die Firewall zu durchbrechen, um weitere Daten zu erhalten. Verschlüsselungstabelle für Sicherheitscodes anzeigen. Aha, das sieht doch schon besser aus, ne? Dann 1 Minute, 30 Sekunden. Was heißt denn Basis in Alarmzustand versetzen? Gehen dann vielleicht alle Türen auf? Oder erst recht zu? Ich weiß es nicht. Wisst ihr was? Ich mach das mal. Wird ausgeführt. Ja, das sieht eigentlich gerade ganz gut aus. Aber andererseits waren die vorher schon offen hier. Naja, egal. Schauen wir mal, was das bewirkt hat. Auf jeden Fall können wir jetzt auch einen 3-minütigen Selbstzerstörungsmechanismus aktivieren. Und das ist sehr viel besser. Weil das bedeutet, wir haben 3 Minuten zu fliehen. Captain Obvious, danke. Hat wieder zugeschlagen. Statt eine. Und das, glaube ich, hilft uns schon ein bisschen. Würde ich jetzt mal behaupten. Ich bin wach. Okay. Reparieren auf das Ding da. Raus hier. Oh Gott, wir haben... Sollten wir vielleicht mit ihr nochmal reden? Willst du mitkommen? Flieht, ihr Narren. Was tust du außerhalb deiner Zelle? Herumlaufen. Du solltest dich in deiner Zelle aufhalten. Die Wachen wollen, dass wir zu unserem eigenen Schutz hier bleiben. Die Roboter sind darauf programmiert, normale, die ohne Begleitung sind, anzugreifen. Wenn die erst einmal auftauchen... wenn ich erst einmal angetauft werden bin, kann ich die Einheit unterstützen. Und das möchtest du wirklich tun? Natürlich. Das ist die einzige Chance für die Menschheit zu überleben. Ja, okay, dann viel Spaß. Okay, nochmal schnell den Kampf da oben. Ist nur ein Kratzer. Einigen wir uns auf Unentschieden. Entweder, weißt du, entweder checkt er überhaupt nicht, was los ist, oder der ist harmlos und ich erschieße ihn einfach von hinten, gemeinerweise. Armer Kerl. Ja, ich glaube schon, dass wir nächste Woche durchkommen. Ich meine, ich bin mir nicht ganz sicher. Ist auch schon wieder ein bisschen her, dass ich das letzte Mal durchgespielt habe. Ich kann jetzt auch nicht gerade hundertprozentig einschätzen, wie lange das Finale noch dauert, aber ich denke, das ist möglich. Let's go! Schnell, bevor Doc mitkommt. Oh mein Gott, beeil dich doch, wenn ich doch nur die Waffe nicht hätte. Okay, erster Stock, schnell. Nochmal schnell irgendwo speichern. Oh.
Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo der schnellste Weg zum Ausgang ist. Ja, geradeaus runter. Einmal noch durchs Kraftfeld. Doc mit wird's schaffen. Ich glaube an ihn. Und dann sind wir raus. Und wir haben noch gut 2 Minuten. Mehr. Okay. Hast du gehört, Doc mit? Du schaffst das. Kommt mit mir, wenn ihr leben wollt. Okay, ich speichere mal. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie weit wir weg müssen. Wahrscheinlich reicht es eh schon, ne? So. Pip-Boy. Hey, ich verliere schon wieder Lebensenergie. Ich glaube, ich sterbe schon wieder hier, oder? Irgendwie geht es mir nicht so gut. Wisst ihr was? Gehen wir einfach. Achso, ja genau. Der ist ja auch noch da. Ich hätte den jetzt leben lassen, ne? Hi Sascha. Mir geht's gut, dankeschön. Ich hoffe dir auch. Katja, du bist schon auch im Team, oder? Ja, die ist wahrscheinlich nur schwer verletzt. Ja, trinken nicht vergessen. Oh, der Stream ist schon vorbei. Das ist jetzt aber schnell gegangen. Das ist jetzt aber schnell gegangen. Die letzten 10 Minuten, ne? Bam. Okay, cool. Die Mariposa Militärbasis ist kaputt. Wir haben ein Level abbekommen. 10.000 Erfahrungspunkte. Alle leben, auch Dogmeat. Und es war wirklich nicht leicht. Holy shit. Ich lebe auch. Ich speichere. Ich weiß nicht, warum ich ab und zu random Energie verloren habe. Das macht mir ein bisschen Angst. Deswegen warte ich mal bis Mitternacht und gucke, ob ich sterbe. Nee, wir sterben anscheinend nicht. Gut. Wollte ich nur getestet haben. Ne, ich habe ein Trauma von... Ich habe ein Trauma von vom Glow. So, ja, die Mariposa Militärbasis kommt auch in Fallout 2 vor. Aber im Endeffekt hauptsächlich als Story-Punkt. So. Die ist für die Enklaven-Story wichtig. Ja, der Meister selbst lebt noch. Aber ich habe ihm jetzt seine einzige Möglichkeit genommen, Supermutanten herzustellen. Seine Supermutantenproduktion ist beendet. Und somit hat er jetzt schon einen schweren Schlag bekommen. Und, ja, jetzt haben wir nur noch ein Ziel vor uns. Und das werden wir beim nächsten Mal besuchen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dann nächste Woche fertig werden. Aber für heute machen wir jetzt tatsächlich Schluss. Time's up. Ist gar nicht so leicht, wenn das Spiegel verkehrt ist. Time's up. Vielen Dank fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Hat mich sehr gefreut. Danke für die Bits. Danke für die Subs. Danke für alles. Jetzt wurden nochmal 60 Sekunden hinzugezählt und ich habe mir schon gedacht, ob wir wieder auf einer Minute landen. Aber ich glaube, das geht ins Minus tatsächlich. Und weil wir schon über eine Minute überzogen haben, ist es jetzt nicht hochgegangen. Ich glaube, das ist es wahrscheinlich. Naja, danke nochmal auf jeden Fall, Franklin, für die 60 Bits. Sehr nett von dir. Und wir sehen uns dann hoffentlich morgen um 18 Uhr zu Silent Hill 4. Gute Nacht. Ciao.